Wir haben keine Berührungsängste. Hi und herzlich willkommen zu unserem Wildcats-Video. Mein Name ist Peter Mägel. Und mein Name ist Patrick Haas. Wir zeigen euch in diesem Film, wie wir in Deutschland am Rhein mit seinen Nebengewässern erfolgreich auf Wels angeln. Dabei zeigen wir euch genau, wie wir vorgehen, welche Köder wir verwenden und welche Montagen, um auch dicke Bulle zu fangen hier. Scheiße! Ob wir bei dieser Frühjahrssession erfolgreich gewesen sind, seht ihr in den nächsten Minuten. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Stay at home. Oh gut, nur du. Ich glaub, der hat bei mir geklappt. Der war gar nicht. Komm, den gucken wir einmal an, oder? Oh, hast du Benzin dabei? Ja, kann ich dir helfen? Ich hab noch 3 Liter. Ja.
Wahnsinn. Unsere Leckerli für heute Abend. Die Mordsrewe-Forelle. Und die präpariere ich jetzt mit dem neuen Deadbait Punch. So, gucke ich jetzt mal die Länge, wie lange ich das Rückenfleisch ausschaben will. Das lege ich davor fest. So kurz vor der Fettflosse bei der Größe von Forelle schneide ich hier etwa einen Zentimeter ein. Knapper Zentimeter. Und dann führe ich das untere Teil, das spitze Teil zum Ausschaben als erstes mit. Mit leicht vorsichtig kreisenden Bewegungen unter die Haut. Und schiebt es dann ganz langsam unter der Haut bis ungefähr ja, kurz vor das Ende des Kiemendeckels durch. Es geht wunderbar, immer kreisen, dann schneidet er richtig, das spürt man dann auch. Und dann gucken, dass man die Linie behält, dass man möglichst hier oben das Fleisch aushöhlt. Kann man immer mal fühlen, wo es sich gerade befindet. Kann man es nämlich immer noch ein bisschen nach oben oder nach unten korrigieren. So, das langt. Dann mache ich, bevor ich es rausziehe, das Fleisch. Noch ein paar Bewegungen, dass auch wirklich ausgeschnitten ist. Und mit kreisenden Bewegungen ziehe ich dann den Puncher wieder nach hinten raus. Die kreisenden Bewegungen unterstützen einfach das, dass dieses ausgehöhlte Fleisch im Innenraum von dem Puncher bleibt. So, jetzt haben wir hier drin unser ausgehöhltes Fleisch und mit dem zweiten Teil vom Puncher sieht man hier richtig, was ich jetzt hier rausgeholt habe. Plapp. Gut, dann kommt der zweite Schritt. Die Korksticks, die führe ich jetzt hier in den ausgehöhlten Raum ein. Dazu befülle ich dann den Puncher. Das vordere Teil, das spitze Teil mit einem Kork. Führe den Puncher wieder vorsichtig ein. Auch wieder mit den kreisenden Bewegungen. Aber da trifft man dann richtig schön den vorgefertigten Kanal. Und mit dem zweiten Teil schiebe ich jetzt praktisch den Kork ganz nach vorne durch. Dann spüre ich ihn jetzt, wie das erste Stück Kork im Kanal drin ist. Den Kanal fülle ich jetzt komplett mit weiteren Korksticks. Das gleiche Spiel mache ich dann nochmal auf der anderen Seite. Einschneiden auf der gleichen Länge, aushöhlen mit dem Puncher, dann mit Kork füllen. Und eine neue Idee noch ist ein Korkstick dem Köderfisch ins Maul mittig einführen. Ja. Kommt dann nachher unser Haken durch, dann ist das Maul verschlossen, dann kann der Kork auch nicht rausfallen. Und dann ist der Köderfisch
optimal ausbalanciert. Unsere vorbereitete Forelle köten wir jetzt noch an. Wichtig ist, dass das Maul geschlossen bleibt, damit kein Wasser eindringen kann und die Forelle dann dadurch irgendwie zum Taumeln anfängt. Das geht dann ganz einfach mit dem Haken, mit dem vorderen Führungshaken, verschließen wir das Maul der Forelle und stechen da den Haken vom Oberkiefer, setzen wir an, durch, das geht ein bisschen schwerer, da sind die hart, und führen das dann in der Mitte, durch den Unterkiefer wieder raus. So, ist die dann beködert. Und wie immer dann noch eine Köderfixierung, dass uns die Waller, die wir nicht fangen, den Köder nicht einfach klauen können. Und den Stoppergummi oder Köderstopper bis hinter den Widerhaken überziehen. Dann habe ich hier hinten die Länge optimal schon, einen Ghost Hook, und den führe ich dann auch ganz normal leicht oben hier ein. Und immer gucken, dass das Vorfachmaterial nicht zu arg unter Spannung ist. Also es sollte jetzt nicht hier angesetzt werden und dann so eine Schlaufe sich bilden. Aber es sollte jetzt auch nicht komplett straff hier hinten reingesetzt werden, dass die Forelle sich anfängt zu biegen. Deshalb so ein bisschen mit Luft. Knack. Und wenn es knackt, sitzt der Ghost Hook perfekt. So. Jetzt können wir loslegen und die Rute ausbringen. So fischen wir jetzt heute 6 Ruten. Wir sind zu dritt hier auf dem Platz. Vom Prinzip alles das Gleiche. Das Einzige, wo wir ein bisschen Variation reinbringen, ist hier an den U-Posen. Da haben wir mal die Tri-Tannenbaum-U-Pose, dann haben wir die X-Strong-U-Pose, ganz normale U-Pose oder die klassische Flügel-U-Pose. Steht ja Hammer. Hä? Ja. Ui. Guck mal, Bernhard. Ja. Steht richtig schön im Wasser. Mega. Mega. Also wenn heute nichts krumm geht, der erste richtig heiße Tag oder warme Tag im Jahr. Wir sind noch bei einer sehr kühlen Wassertemperatur mit knapp 9 Grad. Und Sonne ist Leben, die Nächte werden wärmer, von dem her sind wir sehr guter Dinge, dass so ein Brocken heute eingeschlürft wird. Brauche ich auch einen neuen. Oder man schneidet dort noch. Ja, wenn nicht, dann schneidet den Grünen weg. Kalamares vielleicht noch, das ist kein Kalamares da. Beködert ist wieder. Ich brauche jetzt aber noch ein paar Minuten, um meine Steine zu binden. Und in der Zeit, damit mein Tauwurm-Kalamari-Bündel frisch bleibt, lege ich das jetzt einfach hier ganz knapp an die Wasserkante hin. Kann man auch gleich noch mal testen, wie die U-Pose läuft, ob es genug Auftrieb hat. Aber mit der 10 Gramm Version hier bin ich jetzt eigentlich echt gut gefahren in der letzten Zeit.
So. Und die Bremse mache ich trotzdem auf, es könnte ja schon einer anbeißen an der Oberfläche. Da merkst du, bei dem, der ist eigentlich ganz einfach zu binden, mit der du kann nicht einmal rum, so wie das. Okay. Der kann nicht links, rechts rutschen, da brauchst du wenig Schnur. Ja, mit dem glaube ich, klappt es jetzt nicht mehr, aber das Paket ist kompliziert, dauert lang, kostet viel Schnur und bringt meistens gar nichts. Okay. Eben so, zack. Genau, einmal rum. Gerade bei dem Stein, wo du so eine super Kante hier innen und dort hast, da brauchst du echt kein Gedöns machen. Ja, eins, zwei, drei. Aha. Jetzt hast du schon mal die Reißleine vorbereitet, Patrick. Ja. Die Notreißleine, wenn es mir zu bunt wird mit den ganzen Spaziergängern hier, dann ziehe ich diese Reißleine, die mache ich jetzt da oben an meinen Schirm hin, dann ziehe ich da und dann klappt der ganze Schirm zusammen und ich kriege nichts mehr mit von den Spaziergängern. Nur im Flugzeug die Notreißleine. Und 0,50er, die gute. Dorsch. Ja, die da eher nicht. Die nehmen wir aber auf jeden Fall hier. So. Und dann ziehe ich immer so ein bisschen Schnur hier, was ich für einen Knoten brauche. Mhm. Also. Und hier kann ich jetzt noch locker sein, bis du den Knoten, den ersten gefalten hast, guckst du nochmal, dass da alles so ein bisschen passt, wie du es willst. Und dann suchst du hier auf der Seite, wo du den Knoten festziehen willst, die Ecke oder Kante von dem Stein. Und dann kann ich hier volle Pulle andonnern und dann kann ich ihn hier mit entweder hältst den Knoten oder du hältst halt irgendwie die Spannung, wenn du jetzt das hier den zweiten Knoten drauf machst, weil der macht es ja eigentlich. Und da auch nicht zu früh loslassen, weil sonst kommt der zweite Knoten so 1 mm oder 2 mm über den ersten Knoten bei so einer dicken Schnur und dann wird der untere einen Tick lockern. Mhm. Deshalb, der zweite Knoten muss noch bombenfest sein und dann machst du mal 2, 3 drauf. Ja. Ich glaube aber, das Problem, was du gerade gehabt hast, Bernhard, du hast hier so super kosmetisch gemacht und hier abgeschnitten und dann rutscht dir der Knoten durch. Mhm. Besser ist eine schlaufarbige Reißleine. Ich würde jetzt, weil ich hier auf der Seite das eh noch übrig habe, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber jetzt nehme ich das hier, was ich eh schon habe, und mache hier so eine Schlaufe rein. Es ist meiner Meinung nach aber auch nur interessant, wenn du Material übrig hast, dann kannst du das gerne machen. Also jetzt extra dafür. Aber die Reißleine kommt nicht so an den Stein und reißt nicht so. Ja, okay, hast recht, wenn der Stein rollt, fliegt das Ding nicht so drauf. Ja. Ich fahre jetzt die erste Route an Platz. Der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen, wie das hier am Rhein funktioniert. Für die anderen zeige ich es jetzt nochmal. Ich suche mir jetzt die Strömungskante. Die Strömungskante entsteht hier in dem Buhnenfeld durch die Buhne, die in das Wasser rausgeht. Man sieht, ich bin jetzt in der Mitte von dem Buhnenfeld. Das ist meistens der flachste Bereich, weil die Querströmung hinter den Buhnenköpfen lagert das Sediment in die ruhigen Bereiche auf. Und man sieht, ich halte die Linie, ich gehe nicht weiter raus und trotzdem sackt es jetzt ab.
noch schnell unseren Stein dahin. So, einwandfrei. Der Stein liegt hier auch schon recht gut, dann kann ich ihn gleich gefühlvoll ablassen, wenn ich meine Position habe. Und dann steht jetzt auch schon die ganze Vorbereitung. Und jetzt fahren wir den Platz richtig an, die Strömungskante. Das ist jetzt die obere Rute in dem Buhnenfeld. In diesem Buhnenfeld werden wir zwei Ruten fischen. Rein. Also ich befinde mich jetzt eigentlich auf der Strömungskante, aber wenn ich auf der Strömungskante bin, gehe ich immer noch einen Meter etwa rein ins ruhigere Wasser. Das hat den Vorteil, dass ich nicht so leicht Dreck fange. Gerade bei Wurmbünde oder toten Forellen hat man ein bisschen das Problem, dass sie leichter Dreck fangen, als wenn ihr jetzt mit einem lebenden Fisch im Ausland fischen würdet. Einfach aus dem Grund, wenn ein lebender Fisch da drin schwimmt, der schüttelt sich das ein oder andere Graskrauthalm ab. So, ein bisschen noch zurück. Ein bisschen dann wieder raus. Meter 80 Wassertiefe. Jetzt führe ich schon mal meinen Vorfahrt raus, lasse das strecken. Noch mal nach der Linie von der Strömungskante, bisschen rein und wie es mir passt, gefühlvoll ablassen. Jetzt streckt sich nämlich die Rute und da die jetzt aufwärts gefischt wird, habe ich meinen Angelpartner Bernhard am Ufer stehen. Zu dem fahre ich jetzt die Rute. Der hängt die dann an den Festumlenker ein, Karabiner an der festen Schnur und läuft dann zurück an seinen Ständer. So. Rausmachen. So, ich habe jetzt gedacht, der Peter war das. Weil wenn die Rolle überdreht halt schneller, wenn die Ratsche, wenn du jetzt die Bremse komplett aufmachst und hier ist die Rolle viel leichter als dieser Widerstand von der Ratsche und dann gibt es immer diese.
Dann haben wir den Stein erstmal da kaputt gemacht. Oh, Bollen, was ist das? Wahnsinn, wie weit du da runter guckst, hey. 2,50 Meter auf den Kies geschaut mit der Wildcats-Polbrille. 4,50 Meter mit der Wildcats-Polbrille auf den Boden geschaut. Kannst du nichts sagen, oder? Warum hast du nie eine? Man schon wegen der Seestärke. Wenn mal die Sonne volle Bulle scheint, ist doch egal, oder? Ohne. Ich habe jetzt wegen Filmen, ich habe so eine Brille, so eine wegen Filme halt, wegen Display. Ja, Display siehst du mit der überhaupt nichts mehr. Na dann. Gleich geht los. Die zweite Rute in diesem Buhnenfeld kommt jetzt mit unserer vorbereiteten Forelle. Das Prinzip ist das gleiche. Ich suche mir die Strömungskante. Wenn ich die Strömungskante habe, gehe ich noch ein bisschen nach unten, um ein bisschen mehr ins ruhigere Wasser zu kommen, wegen dem Dreckproblem. Und in dem Fall, wenn ich jetzt ein Buhnenfeld mit zwei Ruten fische ich die erste Rute ziemlich oben am Buhnenkopf und hier die zweite Rute jetzt relativ weit unten am Buhnenkopf. Mal, dass alles schön liegt und lassen das ganze Gefühl voll ab. Aber eben schon zwei Waller gelegen, hast du gesehen? Ich hab gedacht, ich fahre auf die Buhne drauf, dann habe ich es aber auch gesehen. Nein, ja, zwei gute Fische. Und es war genau da, wo am tiefsten ist und am ruhigsten war. 3,20 oder so war es da, ja, gell? Oder 3,40. Aber haben wir genau drauf gelegt. Ich glaube, jetzt haben wir einen Baller auf den Kopf geschmissen. Ja. Ohne Scheiß, ja. Irgendwas ist auf einmal gekommen im Echolot. So. So ein Hecht gesehen. Hätte ich nicht, aber schon Motzer. Boah, Motzer Hecht, hey. Ist das ein Hecht? Habt ihr was zu machen? Aber Bernhard, das ist deiner, der brauchst du auch Foto, gell? Ich hab Angst, dass er mich beißt, bitte. Hä? Habt ihr was zu messen dabei?
Nein. So habe ich lebendig auch noch gar nicht. So habe ich noch nie einen Hecht gesehen. Motz der Hecht, ja. Bon Appetit. Danke. Schönes Tauwurm, Kalamari-Bündel in der stark rotierenden U-Pose. Das ist unsere Montage am Rhein im Frühjahr 2020. Und die Rute bringen wir jetzt da vorne in dem Buhnenfeld an die Strömungskante raus. Und dann wird da was krumm gehen, so wie in den vergangenen Tagen auch. Lecker! Ja, so sieht halt ein Köder aus, wenn er halt mal 2 Tage im Wasser ist. Und die Montage hat zwar jetzt nichts gefangen, dafür gingen die anderen krumm. Man sieht die Spuren des Erfolgs, noch ein bisschen verschleimtes Vorfach. Mit der X-Strong Flügel-U-Pose in Nightclaw. Tauwurmbündel, 2 Fetzen Kalamari-Streifen noch mit drauf. Und dann ging die Rute krumm. Für das Welsangeln in Deutschland am Rhein, Neckar, Donau oder auch Main haben wir von Wildcats die Extra die Beast-Route entwickelt. Das ist eine sehr starke Welsroute. Mit dieser ist man in der Lage, große Gewichte von 1-2 Kilo ruhig mal 10 oder 20 oder 30 Meter weit zu werfen. Zudem hat diese Route eine Länge von 3,5 Meter. Das bedeutet, wir haben mehr Schnur über Wasser. Und es besteht nicht die Gefahr, dass die Schnur hier irgendwo an den Steinpackungen hängt. Also man kann auch Buhnen überspannen. Zudem ist man in der Lage, mit dieser Rute jeden Großwels auch durch die starke Strömung zu drillen. Okay. Das ist super flach. Musternadern. Thank you.
Reißleine einmal rumbinden, dann stellen wir noch die Länge ein. Hier hinten so? Das ist nicht bricht und dann hinter so ein Ding, ja, das ist super. Winkel. Passt. Ja, einwandfrei. Zwei. Wir haben ein dummes Gesicht, Patrick. Ich hab doch immer ein dummes Gesicht. Jonas, gib mal noch so 20 cm. Und dann mach noch eine Schlaufe rein. Ist das 70 cm? 70, ja. 270 Wasser, 340 durch 2. Was ist denn 340 durch 2? 1,50? 1,70. 1,70. Ja, das muss ich aber rausschneiden. Hey, das ist Profi-Guide. Nie zur Schule gegangen. Ja, wie die meisten, gell? Ja, die Profi-Guides sind nie zur Schule gegangen, das stimmt. Das ist bei mir relativ einfach. Meine Spannweite ist 1,80 Meter. Ich bin ja 1,80 Meter groß. Deshalb ist das ungefähr, wenn ich voll ausspanne, 1,80 Meter. Wenn du jetzt 2 Meter bist, dann wäre deine Spannweite ungefähr 2 Meter. Jetzt machen wir wieder 10 cm zurück. Haben wir hier ein super Köderpaket. Legal in Deutschland. Also vegan oder legal? Vegan. Guck mal, wie es pulsiert. Gerd, was da alles? Soll ich die auf der Seite reinhängen und rüberziehen? Der Biest für weite Entfernungen. Ah, die war gestern schon da. Ah, ja. Ist die Ratte sogar keine Gefahr. Und da haust du mal volle Pulle hoch auf das Kiel, und die äußerste Spitze, dass du da gleich ganz viel gespannt und. Meine Gas gibt es ja schon laut, aber so ist ein schönes Getacker, gell? Ja, für die scheuen Großwilze. Guten Morgen. Schnellwechsel-Pulssystem. Ja.
Die Wirbel, die halten, oder? Klar. Jonas, ruhig ein bisschen. Gut. Wir sind Black Cat, 180 Kilo, wie wir sind. So, ist mal 20. Checken, wie tief es da überhaupt ist. Die Blutegel machen wir dann später drauf. Die Blutegel machen wir später. Dass sie frisch bleiben für die künftige Zeit. Bitte hören, dass sie jetzt beim Rüberziehen den Dinger beim Mai geht. Ja, Frühjahr in Deutschland, hier am Rhein, bringen jetzt die Routen aus, das ist jetzt die letzte Route in alle Himmelsrichtungen, wir waren am Hauptrhein, ist ziemlich gut gelaufen, aber die letzten Tage ist ein kalter Wind gekommen und da hat man gemerkt, wie die Bissfrequenz deutlich zurückgeht, deshalb sind wir jetzt in so einen Altarm gegangen und versprechen uns dort, so wie das im Winter eigentlich ist, dass wir halt die Fische direkt noch in den Aufenthaltsorten befischen können. Ja, jetzt schauen wir mal. Letzte Route geht jetzt raus und dann wird schon irgendwie was laufen.